Willkommen zurück. Was möchten Sie heute machen? Ja, nein, wir machen nichts heute weiter. Herzlich willkommen zurück bei einem neuen Let's Play von mir. Detroit Become Human. Detroit nicht irgendwie Menschen bekommen oder sowas, sondern das menschlich Sein, das menschlich Werden. Darum geht es eigentlich in diesem Spiel, in dieser Geschichte. Ich habe, hier steht schon Fortfahren, weil ich habe natürlich ein bisschen angetestet, ob alles funktioniert. Und hatte wirklich erst die Auffassung, dass das Spiel, dass das erste Spiel sein könnte, was mein Rechner in die Knie zwingt. Aber dem war nicht so. Der hat einfach nur alles fertig gerendert und optimiert. Und jetzt läuft alles wieder wunderbar auf 60 FPS. Alles wunderbar. Ihr seht schon, die Grafik ist wirklich absolute Bombe. Sie sehen heute müde aus. Ich hoffe, es geht Ihnen gut. Das stimmt sogar? Das stimmt sogar? Wir haben gerade 23 Uhr. Ich bin noch ein bisschen müde, aber ich konnte nicht warten. Ich konnte nicht warten. Ja, so. Bevor sie, sie guckt so traurig. Die guckt so traurig. Was hat sie denn jetzt? Oh, die ist voll traurig. Ich will doch nur eine neue Geschichte starten. Und jetzt muss ich ihr zugucken und abwarten, was sie sagt. Was soll das? Ah, jetzt lächelt sie wieder. Okay. Alles klar. Wieder gut. So, dann starten wir eine neue Geschichte. Hier habe ich die gerade ein bisschen rumgelaufen. Also mich selber vorgespoilert. Also, wir starten eine neue Geschichte. Wussten Sie, dass das Motto von Detroit "Wir hoffen auf Besseres" ist? Naja, nein, wusste ich nicht, aber gut zu wissen. Ja, wie ihr seht, ich spiele mit Controller, weil mit Maus und Tastatur, das erschien mir doch eventuell, weil ich weiß, dass Quicktime-Events kommen und die Tastenverteilung war beim Test schon etwas verwirrend. Deshalb habe ich auf Controller umgestiegen, aber jetzt geht's weiter. Was? Deine Vorgeschichte werden ersetzt? Dein Schild wird beim Spielen aktualisiert. Ja, neue Geschichte anfangen. Willkommen in Detroit. August 2038, 20.29 Uhr. So, normalerweise wird mir jetzt Tutorial angezeigt, aber hier die Steuerung und alles hab ich schon im ersten Ding schon ein bisschen gespielt. Oh Gott, da scheint es doch ein bisschen Ärger zu geben. Interagiere mit Hilfe des rechten Sticks. So. Philip John, geboren 11.10.1999, wohnhaft 1554 Park Avenue, Detroit. Phillips Caroline, geboren... Ach, Caroline Phillips, okay. Ja, gut. Geboren 23.05.2001, wohnhaft 1554 Park Avenue, Detroit. Und Emma Phillips, geboren 2.09.2028, also noch gar nicht so alt, die ist 10 Jahre. Wohnhaft im 1554 Park Avenue, Detroit. Gut. Die
Zwergfarnfisch. Trichorgaster. Was? So schnell konnte ich gar nicht lesen. Retten. Ja, wir retten den natürlich. Hallo, Fischi. Komm mal rein ins Wasser. Zack. Der freut sich jetzt. Software-Instabilität. Habt ihr es gerade gesehen, oben rechts? Wieso Software-Instabilität? RLB? Ah, mit der Steuerung muss ich mich ein bisschen... Oh, hoffentlich kommen nicht so schnell irgendwelche Quicktime-Events. Schon wieder so lange kein Controller gespielt. Okay, schönes Aquarium. Bitte, bitte, retten Sie meine Kleine! Was? Sie schicken einen Androiden? Okay, Mann. Das, wir müssen jetzt das gehen. Können Sie doch nicht machen! Sie, warum schicken Sie keinen echten Menschen? Okay, sie scheint nicht so auf Androiden gut zu sprechen zu sein. Finde Captain Allen. Dort hinten müssen wir hin. Okay, finde Captain Allen. Kann ich... Ah, ich kann mich auch drehen. Das ist gut. Alter, ist das cool gemacht. Kann ich vorher was... Geh mal vorher was anderes gucken. Sprich zuerst mit Captain Allen. Okay, alles klar. Machen wir. Kann ich hier vorher irgendwas anderes untersuchen? Ich gucke mir alles an. Also, es könnte alles ein bisschen länger dauern. Okay. Captain Allen, ich heiße Connor. Ich bin der Android, den Cyberlife geschickt hat. Er feuert auf alles, was sich bewegt. Er hat schon zwei meiner Männer erschossen. Wir können ihn ausschalten. Sie sind am Rand der Terrasse. Wenn er fällt, fällt auch sie. Sie? Was? Emotionaler Schock. Verhalten Abweichlers. Ist sein Name bekannt? Ich habe keine Ahnung. Ist das wichtig? Ich brauche Informationen für das beste Vorgehen. Es ist ein emotionaler Schock. Hat er kürzlich einen emotionalen Schock erlitten? Hör zu. Dieses Kind ist jetzt alles, was zählt. Also kümmere dich um den scheiß Androiden. Oder ich werde es tun. Chance auf Erfolg. Alter. Wie jede Sekunde zählt. Verstehe, was passiert ist. Okay. Analysieren. Eine Waffenkiste. Was? Benutze den rechten Stick, um den Cursor zu bewegen. Ja. Ah, hier ist was. Ah, muss ich gedrückt halten. Kapazität 17 Kugeln. MS-853 Black Hawk. Die Black Hawks? Sag mir was, die sind sehr, ist schon ein Großkaliber, oder? Okay. Ist ja hier auch noch was? Ein von zwei Hinweisen aktiviert. Munition. Ja, die Munitionsbeschreibung. Rekonstruieren. Mit L oder RT überprüfst du die Rekonstruktion. Halt, da war was. Der Abweicher nahm die Waffe des Vaters. Okay. Ja, er nahm die Waffe des Vaters. Riss alles mit runter. Auch die Munition. Und nahm die Waffe. Okay, also der Abweichler. Was? Chance auf Erfolg? 50%. Oh. Und die Chance auf Erfolg ist gestiegen. Oh Gott, ich schwitze jetzt schon, ne? Wir können hier auch Charaktere verlieren, also... Durchsuche das Zimmer der Geisel, ja.
weiß nichts. Das ist das Kinderzimmer von der Kleinen. Ah, hier ist was. Nein! Das Kind hörte keine Schüsse. Okay, also das Kind war vollkommen außer Reichweite. So. Das. Wir haben den Namen freigeschalten. Ich glaube, das könnte noch richtig sein. Boah, da stand gerade noch, jede Sekunde zählt. Chance wieder. Okay, du hast einen Dialog oder eine Aktion freigeschaltet. Oft vorteilhaft. Ja, toll. Aber wir können noch irgendwas freischalten. Okay, nichts Interessantes scheinbar. Ich spiele übrigens auf den Schwierigkeitsgrad erfahren. Es gab nur zwei, leicht und erfahren. Und bei erfahren stand faire Herausforderung. Aber Auswirkungen von Fehler können den Verlust eines Charakters hinter sich ziehen. Nach sich ziehen. Entschuldigung. So. Hier gibt's auch noch was. Untersuche die Opfer. Oh Gott, der Vater. Okay, Hinweise. Untersuchen. Da. Verstorben. John Phillips. Größe 1,83 Meter, Gewicht 85 Kilo. Geschätzter Todeszeitpunkt 19.29 Uhr. Also ungefähr vor einer halben Stunde. Haben die aber lang gebraucht, bis die uns gerufen haben. Schusswunde Kaliber 355, Lungenblutung 9 Motorax. Ist noch eins. Schuss, auch dieselbe Schusswunde, selbes Kaliber. Linke Niere perforiert, tödliches Abdominaltrauma. Oh je. Das klingt nicht so ganz toll. Da. Halt. Lungenblutung. Innere Blutungen. Rekonstruieren. Da hat er den Schuss kassiert. Den ersten Schuss. Da ist ihm etwas aufgefallen. War gerade am Fernseh gucken oder was? Okay, hier ist was. Vater hielt etwas in der Hand. Ja, ich denke mal, ne? Ah, jetzt können wir da vorne was gucken. Hat er gesehen. Erster Schuss. Zweiter Schuss. Dritter Schuss. Und da Lara. Irgendwo ist doch hier was hingefallen. Er hatte doch was in der Hand. In der rechten Hand. Da. Wir haben wieder was freigeschalten. Prozentige Chance auf Erfolg. Ist auch noch nicht so hoch. Entsperren. Abweicher sollte ersetzt werden. Ist der Android deshalb auf? Ist der Abweichler... Ist er deshalb sauer geworden? Und ausgerastet? Weil er ersetzt werden sollte? Aber
kann doch eigentlich, er ist doch ein Android, kann doch eigentlich nichts fühlen. Boah, ist ganz schön laut, oder? Oder ist das gerade nur bei mir so? Ja, ja, kleinen Moment, ich muss mal gerade hier was stellen, das geht gerade gar nicht so gut. Machen wir mal so. Ja, so ist vielleicht besser im Vergleich zu meiner Stimme. Muss ich mal gucken. Wir schalten mal aus, hä? Familie wollte zu Abend essen. Der Polizist lebt. Sein Bein hat gezuckt. Sein Bein hat gezuckt. Schöner Indikator. Nein. Hier wird nichts abgeknallt. Ich bin da. Ah, hier ist noch was. Nee, LB. Hier. Das Zeichen für inneren Frieden. Der, ja. Der ist etwas gestört momentan hier. Okay. Ich würde sagen, wir können sonst nichts mehr. Oh Gott, wir können hier überall noch. Oh Mann, ey. Hier ist noch was. Deputy Officer. Erster wurde erschossen. Ich will so viele Hinweise kriegen wie möglich, um unsere Chancen zu erhöhen. Police Officer Anthony Deckard. Größe 1,77 Meter, Gewicht 77 Kilo, geschätzter Todeszeitpunkt 20.30 Uhr. Okay, der scheint als erstes am Tatort gewesen zu sein. Ah, hier ist was. Schussrückstände. Bleityphenat Antimonsulfid. Nur ein Schuss. Okay, er hat nur einen Schuss abgegeben. Wir haben noch irgendwo einen hinten. Da. Und das war der tödliche Schuss. Rechte Herzkammer perforiert, innere Blutungen. Ja, das hat sich dann erledigt. Okay, wieso kam der von da? Ach ja, er kam rein. Ja, alles klar. So, irgendwo hier ist doch was zu finden. Ach, da. Er hat zuerst geschossen. Polizei verletzte den Abweichler. Okay. Geise sah die Schießerei. Oh nein. Hier ist noch irgendwo da. Das ist bestimmt die Waffe. Waffe geortet. Okay. Oh, unsere Chancen auf Erfolg stehen echt lausig. Halt. Nein, ich wollte doch hier. War doch was. Da. Na, die Steuerung manchmal ein bisschen komisch zu Anfang, aber vielleicht nur Gewöhnungssache. Androiden ist es strengstens untersagt, Waffen jeglicher Art zu tragen oder zu benutzen. Sollen wir sie nehmen? Ah, wir haben wieder was. Was zur Hölle machst du? Sprichst du über ihn oder was? Ja, gleich. Nein, ich will nicht. Ich wollte noch was untersuchen. Oh mein Gott. Wir werden so versagen. Alter. Bleib weg! Komm. Kein Schritt näher oder ich springe! Nein, nein, bitte, bitte nicht! Los, los, los! Name. Mein Name ist Connor. Woher weißt du meinen Namen?
Ich weiß so einiges über dich. Ich möchte dich hier rausholen. Oh nein. Gewinne das Vertrauen des Abweichlers. Langsam nähern. Geisel gehen lassen. Daniel beruhigen. Ich bin ein Android. Genau wie du. Ich weiß, wie du dich fühlst. Welchen Unterschied macht es, dass du ein Android bist? Oh nein. Du bist auf ihrer Seite. Du verstehst nicht, wie ich mich fühle. Bist du bewaffnet? Oh, scheiße. Komm, wir sagen die Wahrheit. Ja, ich habe eine Waffe. Fallen lassen. Ganz langsam oder ich schieße. Oh nein. So, jetzt nicht mehr. Wir haben noch die andere Waffe. Realistisch, möglicher Grund? Sie wollten dich austauschen und das hat dich aufgeregt. Das ist passiert, stimmt's? Ich dachte, ich gehöre zur Familie. Dass ich etwas bedeute. Aber ich war nur ein Spielzeug. Das man einfach entsorgt, wenn es alt ist. Emma und du? Ja, genau, die Kleine. Ich weiß, du und Emma standet euch sehr nah. Du fühlst dich betrogen, aber sie hat nichts falsch gemacht. Sie hat mich angelogen. Ich dachte, sie liebt mich. Aber das tut sie nicht. Sie ist bloß wie all die anderen Menschen. Daniel, nein! Alter, mach ruhig. Ja, das ist beruhigend. Ein für Sam? Hör zu. Ich weiß, dass das nicht deine Schuld ist. Diese Emotionen, die du hast, sind nichts als Fehler in deiner Software. Nein, es ist nicht meine Schuld. Ja, steig! Ich wollte das nicht. Ich liebte sie. Weißt du? Doch ich bedeutete ihnen nichts. Ich war nur ein Sklave für ihre Drecksarbeit. Ich halte diesen Krach nicht mehr aus. Dieser Helikopter soll verschwinden. Ja, auf jeden Fall. Die Situation ist unter Kontrolle. Vielleicht kommen wir auf über 90. Ja, du kriegst deinen Willen. Vertrauen. Vertrauen. Du musst mir vertrauen, Daniel. Lass wir das Mädchen gehen und ich verspreche dir, es wird alles wieder gut. Ja, wir sind auf 99. Ich will das alle abhauen. Und ich will ein Auto. Ich lasse sie dann außerhalb der Stadt gehen. Ja, okay. Das ist unmöglich, Daniel. Lass Was? Das Mädchen gehen und ich verspreche dir, passiert nichts. 99%, komm, komm. Ich will nicht sterben. Nein. Beschwichtigen. Selbstopfern. Nein. Du wirst auch nicht sterben. Wir werden nur reden. Hier wird nichts passieren. Du hast mein Wort. Okay. Ich vertraue dir. Ja. Hier wird nichts passieren. Nein. Was soll das? Alter! Du hast gelogen, Connor. Du hast gelogen. Mission erfolgreich. Wir wollten das doch nicht. Warum haben die ihn nicht festgenommen? Alter, was? Errungenschaft freigeschaltet. Vielen Dank und Mission erfüllt. Ja, toll. Dies ist das Ablaufdiagramm der Szene. Hier kannst du die bisherigen eingeschlagenen Wege, die noch zu erkundenden Wege und die freigeschalteten Möglichkeiten ansehen. Bei jedem Knotenpunkt erhältst du Punkte, die du in Extras ausgeben kannst. Das Spiel ist so konzipiert, dass einige Knotenpunkte und am Enden nicht zur Vervollständigung des Ablaufdiagramms hinzugezählt werden.
Scharfschützen erschossen Abweichler. Wir hatten noch! Oh Gott. Abweichler anlügen. Okay, hier wäre wahrscheinlich selbst opfern. Wir wären wahrscheinlich... Hätten wir jetzt schon die Chance gehabt, zu sterben? Wir hätten jetzt schon Connor verlieren können? Oh mein Gott. Was haben wir denn alles gemacht? Callum Allen geredet? Beschritten? Da war noch irgendwo was. Oh, verdammt. Oh, das ärgert mich. Ja, wir haben das untersucht, Waffe des Polizisten, nach Hinweisen. Ja, und dann konnten wir ja nichts mehr. Wir konnten ja nichts mehr untersuchen da. Dann ging das ja schon los. Zu viel Zeit verloren. Ja, ich muss doch untersuchen. Das verstehe ich nicht. Wieder unfair. So, freundliche Herangehensweise haben wir gemacht. Es gab bestimmt auch noch eine ruppigere. Helikopter wegschicken haben wir gemacht. Wahrheit über Waffe gesagt. Das war wichtig. Das war wichtig. Sonst hätten wir nicht die 100% gekriegt. Dann wäre vielleicht die Kleine noch draufgegangen. Nah genug ran. Wir waren sehr dicht dran auf jeden Fall. Abweichler anlügen. Vertrauen. Haben wir den Abweichler angelogen? Ja gut, mit dem Schuss da, aber ich war jetzt der Meinung, das war keine Lüge. Vertrauen aufbauen und dann... Oh. Scharfschützen erschossen, Abweichler. Boah, ist das ärgerlich. Okay, dieses Ende haben 52% aller Spieler auf dem Planeten geholt. Helikopter wegschicken haben auch sehr viele gemacht. 95% haben die freundliche Herangehensweise gemacht. SWAT wurde verwundet. Ja, durch das zu viel Zeit verloren. Was musste denn? Musste da durchrushen wie so ein Verrückter? Leiche des Polizisten untersucht. Ganz wenige haben die Waffe des Polizisten genommen. Aber was heißt wenige? Die Hälfte. Nur 70% haben den Fisch gerettet. Alter, ernsthaft? Was seid ihr für Monster? Ja, Vertrauen aufbauen. Wahrheit über die Waffe sagen, haben ganz wenige gesagt. Nicht mal ein Drittel. Nah genug rankommen. Haben nur 2/3 geschafft. Okay. Boah, ich glaube, wir hätten sterben können. Die Kleine hätte sterben können. Oh, vielleicht hätte sich sogar mit ihr in den Tod gestürzt. Ich glaube, war es das beste Ende? War es das beste Ende, dass die Kleine jetzt frei ist und er einfach nur ja, die Schüsse da reinbekommen hat? Boah, ich weiß es nicht. Ich glaube, es gibt kein richtig und falsch. Es gibt nur für sich persönlich das gute Ende, womit man selber leben kann, sag ich mal. Puh, ja, dann machen wir mal weiter. 5. November 2038. Cyberlife. Ein wirklich erstklassiger Haushaltsassistent. Er kocht 10.000 Gerichte, komm schon, Zoe, 200 Sprachen und Dialekte. Und leistet Kindern Lernhilfe von der Grundschule bis zur Universität. Wow! Liebling, der sieht toll aus. Wir sind gerade ein Roboter. Was brauchen wir? Wie viel soll der nochmal kosten? Im Moment gibt es die gesamte Produktionslinie im Angebot. Ja, wir sind ein... Ja. Wir stehen gerade zum Verkauf. Er macht absolut alles, was im Haus anfällt. Malern, Klempnern, Gärtnern, reparieren. Nachts schaltet er in den Überwachungsmodus und alarmiert den Notruf, wenn er einen Einbruch oder Rauch erkennt. Verzeihung, was kostet der da drüben? Der MP800 ist etwas teurer, hat aber auch viel mehr Funktionen. Kommen Sie, ich zeig's Ihnen. Das Thema bringt mehr Funktionen. Ich mag den Kerl nicht. Heftig. Da ist er. Das war etwas schwierig, ihn wieder zum Laufen zu bringen. Er war echt richtig kaputt. Was ist nochmal mit ihm passiert? Es war ein Auto. Ein blöder Unfall. Ah, verstehe. Ja, klar. Er ist jetzt so gut wie neu. Na, vielleicht bis auf den Reset. Also, wir mussten den Speicher löschen. Es ging nicht anders. Das ist okay. Okay. Gibt's einen Namen? Von meiner Tochter. AX400. Registriere deinen Namen.
Kara? Mein Name ist Kara. Kara! Eine Quantic Dream Produktion. Detroit, die Stadt der Zukunft. Alter, ist das schön. Boah, ist das toll gemacht. Mir kommen gerade die Tränen, so schön ist das. Das gibt's gar nicht. Entschuldigung. Job verloren und durch Androiden ersetzt. Boah. Boah, ich glaube, das wird ein hartes Stück Arbeit, das Spiel. 5. November 2038. 9.38 Uhr im Park. Wir gehen spazieren. Und wir lernen, glaube ich, unseren neuen Charakter kennen. Geh zum Malereibedarf. Ja. Versuche natürlich alles zu suchen. Ach, guck mal. Du kannst entdeckte Artikel im Bereich Extras einsehen. Geheimnisse von Androiden, wie Cyberlife seine Androiden für das Leben mit dem Menschen gestaltet. Androiden zu gestalten, die von Menschen akzeptiert werden, war eine große Herausforderung für Cyberlife. Jason Graff, Leiter der Humanisierungsabteilung bei Cyberlife, enthüllte in unserem letzten Interview einige seiner Designgeheimnisse. Die ersten Androiden waren perfekt. Sie hatten perfekte Gesichter, eine perfekte Mimik und wir erkannten früh, dass sie etwas Verstörendes an sich hatten, das den Leuten ein unbehagliches Gefühl machte. Cyberlife hat seine Maschine menschlicher gestaltet, damit sie in unsere Häuser kommen und neue Familienmitglieder werden können. Sie schufen Androiden beiderlei Geschlechts und sämtlicher Ethnien, analysierten tausende von Stimmen, um den angenehmsten Klang zu finden. Das realistische Blinzeln wurde perfektioniert, obwohl völlig unnötig, zusammen mit Atmung, Gesichtsbehaarung und vielen menschlichen Eigenschaften. Diese perfekte Simulation des Menschen bis ins Detail, bis in Details, die Androiden nicht benötigen, ist das Geheimnis und hinter Cyberlifes Designerfolg. Boah, da hat... Was? Erdtemperatur seit 2000 um 3 Grad gestiegen. Green Earth. Klimawandel, wie die Umwelt die amerikanische Gesellschaft veränderte. Miami erhöht den Damm um weitere 10 Meter. Ah, das war's schon. Fertig. Ah, wir kriegen auch ein bisschen Background-Story zur momentanen Gesellschaft, momentanem Leben auf der Erde. Finde ich cool. So. Boah, 3 Sachen. 107 Meter. Noch jemand, der seinen Job aufgrund eines Androiden verloren hat. Können wir auch hin? Nein, scheinbar nicht.
Aber da, Androiden, die auf Kinder aufpassen. Kinder ausführen. Ich weiß nicht, geht da nicht irgendwo... Geht da nicht irgendwo die Bindung zwischen Kind und Elternteil verloren? Also bleibt das nicht irgendwo auf der Strecke? Ist mal jetzt mein Eindruck oder meine Idee. Warte auf grünes Licht. Um das GPS zu benutzen. Ja, ja, da hinten müssen wir hin, das weiß ich schon. Aber ich würde mich schon erstmal umgucken. Maximal 3 Stunden parken. Okay, ich höre schon wieder was. Ah, jetzt fängt er wieder von vorne an. Ja, ist das der Preis des Fortschritts? Der Bequemlichkeit der Menschen? Auch ein, ja, eine Folge der Gier großer Konzerne, weil ich kann mir vorstellen, dass so ein Android nicht so viel kostet wie Menschen in der Entlohnung. Sie werden nicht müde. Sie werden nicht krank. Ach, guck mal, hier spielt einer. Menschliche Musik. 1 Dollar zum Hören. Mit für Musik mit Seele. Boah, schönes Lied. Ah, hier noch einer. Hi.
Das sollte doch in Bucht 7 sein. Klar, klingt gut. Ach, guck mal. Ha, sogar gleichgeschlechtliche Paare, alles vertreten hier. Ja, mein Freund. Ja, ja, sorry, ich kann nichts, ich hab nichts bei. Glaube ich zumindest. Die Vergeltung steht bevor. Technologie. Was ist das? Richtet uns zugrunde. Noch so ein Prophet. Ist das Böse. Wir spielen Gott und der Schattenmaschine. Doch wir... Wir können mit dem was machen? Wir sind nicht Gott. Wir sind nichts als Staub. Warum guckst du mich so an, Dämon? Ich weiß, wer du bist. Ich durchschaue dich. Du bist derjenige, durch den das Böse kommen wird. Du bist derjenige, der Detroit zerstören wird. Okay. Nach unserem Bilde. War das jetzt schon so ein kleiner Spoiler? Ja, ich guck mir alles an. Ups. Hol ihn dir noch heute. Puh. Also gerade wenig Werbung. Gibt es nicht für den Kauf eines Androiden? Was zu Bellini? Nicht hier entlang, ja. Also so viel Freiheit haben wir dann doch nicht. Boah, ist schon heftig. Die da hinten, die sind sehr unzufrieden. Ja, ist halt, ja. Der Preis des Fortschritts. Und wer weiß, wie lange das noch bei uns dauert. Bis es diese Maße ausnimmt, sag ich mal. Diese Dimension. So, wir müssen zu Bellinis Malergeschäft. Da, Bellinis Paints. Aber ich will vorher was gucken. Die Entwickler haben sich nicht umsonst so viel Mühe gegeben mit der Gestaltung. Dass man einfach nur vorbeiläuft, ohne sich alles anzugucken. Da finde ich es ein bisschen schade, wenn man einfach nur so schnell wie möglich irgendwie durchrusht. Hole das Paket. Hallo, schönen guten Tag. Hier können wir nichts machen. Ist auch ein Android. Identifikation bestätigt. Die Bestellung Nummer 847. Das macht 63,99. Bitte die Zahlung bestätigen. Wir bezahlen. Zahlung bestätigt. Verkauf abgeschlossen. Dankeschön. Nimm den Bus nach Hause. Es ist alles noch ein bisschen vorgeplänkt. Es ist alles noch Einführung. Die Steuerung vertraut machen mit der Geschichte. Ändere mit RB. Achso. Ah. Ist alles noch ein bisschen gediegen. Vielleicht sogar die Ruhe vor dem Sturm. Der Prophet ist weg. Er spielt immer noch seine Melodie. Essen eigentlich Druiden normal? Du verscheuchst doch meine Kunden.
Boah, okay, alles klar. Ich weiß schon ganz genau, was hier für ein Klima herrscht. Ja, viele Menschen scheinen auf Androiden nicht allzu gut zu sprechen zu sein. Gut, wenn ich meinen Job verlieren würde durch eine Maschine. Also so eine Art Maschine. Nicht hier lang. Wo ist denn... Ach, da hinten müssen wir hin. Ja, wenn ich einen Job durch, sag ich mal, derart Maschine verlieren würde, dann wäre ich auch etwas ungehalten. Das da. Können wir hier rein? Kein Zutritt für gekaufte Androiden. Aha. Auf dem Bus. Ups. Da kommt der Bus. Treten ein. Sind das schon Ansätze von Rassismus? Farbtöne. Ja, das war nicht so lang, das Level. Oh, wir haben noch zwei Sachen nicht gehabt. Verdammt. Ich muss mich besser umschauen. Im Park spazieren gehen. Jo. Weltweite Statistik. Hotdog-Verkäufer angesehen, haben auch nicht so viele gemacht. Das ist die weltweite Statistik, falls noch nicht mitbekommen. Prediger schreit Markus an. Paket abholen. Wir hätten hier noch irgendwas machen können. Mit dem Hotdog-Verkäufer. Und da war noch irgendwas, was wir noch hätten entdecken können. Aber ansonsten, naja. Gut. Ja, dann würde ich sagen... beenden wir hier die erste Folge. Es ist noch alles ein bisschen Vorgeplänkel, sehr viel Tutorial noch, Steuerung kennenlernen und so weiter. Aber, boah, ich hatte vorhin bei dem Intro schon direkt Tränen. Das war so schön. Das war so schön. Boah, Wahnsinn. Ich hatte richtig Gänsehaut. Oje, und ich glaube, das wird ein anstrengendes Spiel. Ein sehr anstrengendes Spiel. Nervenaufreibendes Spiel und oh mein Gott. Ich glaube, das wird noch furchtbar. Ich glaube, das wird noch richtig furchtbar. Nun gut. Dann beenden wir mal das furchtbare Gedankenspiel hier und jetzt. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und ich hoffe, ihr seid auf jeden Fall bei der nächsten Folge wieder dabei. Ich weiß nicht, wo es jetzt weitergeht. Vielleicht ja gehen wir zu Markus nach Hause. Und oder sind irgendwo anders. Wir haben auch noch die Kara kennengelernt, Markus haben wir jetzt, Connor haben wir kennengelernt, drei Charaktere. Mal gucken. Also, vielleicht überschneiden sich die Geschichten irgendwann nochmal. Gut, sehr wahrscheinlich, findet ja in derselben Stadt statt. Also, so, genug geredet. Also, vielen Dank fürs Zuschauen, bis zur nächsten Folge. Tschüss, overplayed and out.